Ja, liebe Busfreunde, wir sind schon mal da am RDA, jetzt am dritten Montag. Es wird schon überall aufgebaut. Ich muss schon sagen, ich mache den RDA mit, seit es ihn eigentlich gibt. Das dürften jetzt über 40 Jahre sein. Mit der Standausstellerzahl von über 150, glaube ich, in dem Format hat es keinen RDA bisher gegeben. Aber wir leben in anderen Zeiten momentan. Wir müssen mit einer Pandemie klarkommen und das ist im Tourismus nicht ganz einfach, aber ich hoffe, dass diejenigen, die den Bustourismus auch noch wirklich aktiv sehen, morgen da sind, zu Gesprächen da sind. Wir sehen, dass es aufwärts geht, zwar langsam, aber es wird kommen und 2021 wird vielleicht ein Bombenbusjahr werden. So wie es aussieht, was die Buchungslage schon vorgibt, sind doch viele schon jetzt zufrieden, was sie für 2021 schon am Start haben, wenn wir dann so reisen dürfen, wie wir es vorher gewohnt sind. Ich freue mich auf den morgigen und den übermorgigen Tag hier in Köln zu interessanten Gesprächen und wünschen dem RDA schon jetzt als solches, als Veranstalter viel Erfolg, denn es war auch für den RDA sicherlich nicht einfach, diese Messe überhaupt jetzt ins Leben zu rufen. Es ist die erste touristische Messe in diesem Jahr in Deutschland und wir drücken alle Daumen, die wir haben. Alles Gute für morgen und viel Erfolg für den Workshop und alle, die da sind und die auch Aussteller sind. Wiederschauen, pfiat euch, bis morgen.